Männer mit geringen Cortisolwerten wirken attraktiver auf Frauen. Das Hormon Cortisol ist als das sogenannte Stresshormon bekannt und wenn zu viel davon ausgeschüttet wird, bewirkt das Ängste, Konzentrationsschwäche und ganz besonders Nervosität. Das Thema Stress, das ist ja ein richtig großes und Männer und Frauen reagieren auch völlig unterschiedlich drauf. Kurz gesagt, Männer sind eher gechillt unterwegs und Frauen gerne mal im Stress ohne ersichtlichen Grund. Männer sind erwiesenermaßen stressresistenter, also belastbarer und emotional ausgeglichener, was rationalere Entscheidungen bewirken und dadurch ein sicheres Heranwachsen von Nachkommen suggerieren könnte. In einer Studie ließ man 40 weibliche Studenten die Fotos von 40 männlichen begutachten und das Resultat war eindeutig. Männer mit niedrigen Cortisolwerten, die wurden signifikant attraktiver eingestuft als Männer mit hohen Cortisolwerten. Dass emotionale Selbstkontrolle sehr attraktiv für Frauen ist, das habe ich schon öfters erwähnt. Und auch, dass die Abwesenheit dieser mit zu niedrigen Testosteronwerten korreliert. Was kontraintuitiv sein mag, ist aber empirisch belegt. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus dem Video. Lass es mich gern wissen, wenn dir irgendwas einfällt. Und komm in meinen Premium-Bereich, also in meinen inneren Kreis. Und ja, dort gibt's dann weiterführenden Stoff. Ich danke dir fürs Zusehen. Beste Grüße. Ciao, ciao.